Die Haare habe ich mir ein bisschen dicker machen lassen. Wimpern zum Beispiel sind auch verlängert. Fingernägel mache ich. Ja, und die Brüste habe ich mir machen lassen. Aber ja, das war es eigentlich schon. Hallo, herzlich willkommen im wunderschönen Weserbergland. Dann gehen wir mal voran ins traute Heim. So, hier sind wir dann in unserem Essbereich. Wir sind eigentlich die meiste Zeit draußen, schon wegen den Hunden, weil wir züchten die. Ein Terrier ist der Clou. Denn es gibt Boston Terrier, Lakeland Terrier, Yorkshire Terrier, Scotch Terrier, Bull Terrier. Mensch, was. Und warum züchtet ihr gerade Bull Terrier? Die Rasse ist einfach lustig. Also jeder Hund ist unterschiedlich, obwohl es die gleiche Rasse ist. Man kann nie sagen, wie der sich benimmt. Er soll beschützen mich durch Knurren und Gebelle. Das ist mein Freund Sven. Mit dem wohne ich hier zusammen. Hallo. Tachchen, Sven. Ja. Ich wollte jetzt schnell die Bude saugen. Wischst du da? Ja, brauchst du nicht machen, mach ich nachher. So, hier ist unsere Küche. Im Moment mache ich ja den Haushalt. Da ich im Moment Hausfrau bin, also halte ich das hier alles ein bisschen sauber, weil er ja sowieso den ganzen Tag arbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass er hier der Pascha aus dem Nix macht. So ist es natürlich nicht. Hier sind wir in unserem Schlafzimmer. Da liegt so ein bisschen Schmuck von Sven auf dem Regal, im Fernseher und natürlich unser riesengroßes, wunderschönes Bett. Also wir achten schon sehr auf unser Aussehen, auch was wir tragen, dass das immer ordentlich aussieht, immer so ein bisschen auch innen ist. Also es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der ungepflegt ist, finde ich. Wir gehen auch ins Solarium, machen halt Sport. Die Haare habe ich mir ein bisschen dicker machen lassen. Wimpern zum Beispiel sind auch verlängert. Fingernägel mache ich. Ja, und die Brüste habe ich mir machen lassen. Aber ja, das war es eigentlich schon. Hier sind unsere Hunde untergebracht. Die fressen hier und die schlafen hier. Ansonsten laufen die hier miteinander oder meistens ja sowieso draußen. So, hier sind wir draußen in unserer Wellness-Oase, unser Whirlpool zum Entspannen. Ja, hier genießen wir eigentlich so unseren Abend, Feierabend immer, wenn er dann zu Hause ist. Hier sind wir jetzt auf der Hundeebene, also im Moment noch. Die bekommen noch eine eigene Ebene, einen höher. Das ist aber noch nicht fertig, das bauen wir gerade um. Und das ist dann quasi nur noch für uns die Ebene. Aber oben können sie dann auch mal einen ganzen Tag draus bleiben. Schütt dich hoch, ja. Oh, nicht schlecht. Wow. Ein bisschen moderner als bei uns. Die scheinen wohl solche Hunde zu haben. Hier schläfst du. Ja, die Hunde dürfen anscheinend wohl auf dem Sofa liegen, so wie es aussieht. Es scheint wohl so, dass das die Tauschfamilie ist. Wie schätzt du deine Konkurrentin ein? Du, eine, die halt ein bisschen viel vorm Spiegel, glaube ich, steht. Die kommt mir ein bisschen so rüber, dass sie so sich schminkt und Barbie-mäßig ist, so, was ich eigentlich nicht so erhofft habe. Da habe ich ein bisschen Bedenken, aber. Inwiefern Bedenken? Ich weiß jetzt nicht, wie sie so vom Charaktermäßigen ist, aber ja gut. Scheint ja auf jeden Fall eine ganz hübsche zu sein. Hast du vielleicht Angst, dass dein Freund Karas bei ihr schwach wird? Ja, das ist wohl so ein Ankleidezimmer, denke ich mal. Die ist auf jeden Fall dünner als ich. Ich kann gerade nicht. Jenny hat sich wieder gefangen und steigt ahnungslos hinab in die Höhle der Löwen. Bullterrier. Ganz viele Boxen, zweimal täglich füttern und Wasser geben. Das ist kein Problem, solange die mir nichts tun. Wie war das mit dem Sprichwort, schlafende Hunde soll man nicht wecken? Oh. Ja, erstmal verarbeiten. Wow. Alter Schwede. In sowas war ich noch nie drin. Ja, das ist schon Luxus, muss ich sagen. Nicht schlecht. Sieht ja aus nach Umbauarbeiten. Ja, mal gucken, ob ich da mithelfen muss, denke ich mal. Ui, jede Menge noch zu tun, wie man sieht. Hallo. 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 Ich bin die Jenny. Sven, hi. Hi. Na? Mein Freund ist total das Gegenteil. Er hat zwar auch Kraft, aber ist nicht tätowiert, ist nicht vom Körperbau so gebaut. Also, ich stehe eher so auf Püppchen, nur nicht auf Wasserbüffel. Ich hätte auch eine Frage an dich. Wann musst du dich denn morgens aufstehen? So zwischen 7:30 und 8 stehe ich immer auf. Dann gehen wir mit den Hunden. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Ich mag Tiere. Das sind aber Bullterrier, ne? Das sind keine hier Fußhupen. Ich weiß. Den Armani kann ich ja mal rauslassen. Dann kannst du den schon mal kennenlernen. So, das ist der Armani, das ist unser Deckrüde. Und der will immer ran, ne? Ja. Da müssen wir immer aufpassen, ne? Okay. Du auch, ne? Dass der nicht hier rausgeht, wenn die Weiber draußen sind.
Gut, das kriegen wir schon hin, ja. Kannst du ja ruhig mal rufen. Komm mal her, guck mal dein neues Frauchen. Mach die, komm mal her. Guck. Freut sich auf jeden Fall. Komm mal her. Ja. Du sollst da ein bisschen mit dem Garten helfen, hat ja Jessie gesagt. Ja. Und hier soll ein Gartenhaus hin. Das heißt, dass wir hier ausmessen müssen und müssen ein bisschen ausschachten für die Rasenkanten. Die müssen in Beton gesetzt werden. Und dann müsstest du dann halt so eine Ecke ausschachten. Ich finde, das ist halt Männerarbeit. Die Frauen, die sollten dann halt lieber im Haushalt was tun. Aber es war ja auch die Aufgabe, die die Tauschmutter mir gegeben hat. Mein Gott, ey. Muss man jetzt schon mal so ein bisschen den Arsch zusammenkneifen, ne? Und mal Gas geben. Jenny läuft eher auf Sparflamme. Pass auf, dass deine Möpse nicht rausfallen. Wir sind lauter Männer. Die haben doch andere Gedanken. Dann. Du machst die Männer alle verrückt. Macht Spaß, mich zu ärgern. Das fand ich nicht so schön. Man sollte ja auch eine Frau eigentlich so bisschen so sagen, so, das machst du super, mach einfach weiter. Kannst nicht mehr? So wirklich nicht mehr. Okay, dann hör auf. Ich habe wirklich alles geh gegeben. Geh rein, geh duschen, kalt oder was? Neuer Tag, neue Chance für Jenny. Guten Morgen. Moin. Na? Und? Na? Gut geschlafen? Ja, einigermaßen. Musst du noch ins Bad oder wollen wir gleich mit den Hunden rausgehen? Nee, ich bin schon fertig. Na gut, dann los. Aber feste Schuhe würde ich mir anziehen an deiner Stelle. Ey, Fuß! Fuß hier. Welche soll ich jetzt nehmen? Hier, nimm du die. Und ich nehme erstmal die. So, hier die beiden machen wir jetzt mal ab hier. Und die Mila lassen wir dran, weil. So. Den auch abmachen? Ne, lass die, dann hast du wenigstens was in der Hand. Blauer Himmel in Kehl. Optimales Wetter für Tauschmann Sven, um mit Motorrad und Hausfrau Jenny durch die Landschaft zu heizen. Hast du Bock, eine Runde Motorrad zu fahren? Ja. Was wiegst du? 86 Kilo. Komm her, wir gehen mal gucken. So, mach deine Füße da drauf. Ja. Scheiße. Das ist knapp. Nee, passt nicht. Ich fahr mit Motorrad und du fährst mit dem Fahrrad. Ich finde, wenn man zusammen was unternehmen möchte, dann geht man auch zusammen weg, weil wie sieht denn das aus? Einer mit einem Motorrad und ich mit einem Fahrrad hinterher. Ja, das fand ich echt nicht so schön, weil dann auch dieser Berg dann da war und ich halt Angst hatte. Oh Gott. Langsam, nicht so schnell, bremst. Vorderbremse kannst du auch benutzen, nur nicht so doll. Hätte ich mal eine Reitgerte mitnehmen können, hätte ich dir mal richtig einen auf den Arsch klopfen können. Sich sowas anzuhören, das ist echt nicht schön. Und ich sollte ja auch die Aufgaben erledigen, die seine Frau auch macht. Und ich glaube nicht, dass er auch so mit ihr umgeht. Und das muss einfach nicht sein. Alter, das Fahrrad hat Platten. Was? Nicht im Ernst jetzt, ne? Hast du das nicht gemerkt? Doch, eben gerade ein bisschen. Scheiße. Normal merkt man das. Selbst ich habe das sogar gehört, wie die Felge auf den Boden geschliffen hat. Müssen wir schieben? Schieben. Ist ja nicht weit. Ja. Kacke. Lass uns schieben. Ja, ich schieb mein Motorrad aber nicht. Was? Ja, aber das wiegt fast 300 Kilo. Motorradfan Sven hat seine Biker-Kollegen zur Gartenparty geladen. Jenny soll nun Hausfrauenpflichten erfüllen und für ein zünftiges Ambiente sorgen. Halt fest, halt fest, halt fest. So. Nicht zu weit, ein bisschen weiter rüber, ein bisschen weiter mittig. So. Und Jenny, freust du dich schon auf die Grillparty? Ja, ich kenne die Leute ja nicht und bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe ein bisschen Angst, wie die so sind. Ja, jetzt kommen sie. Nimm jetzt einen Stock aus dem Arsch. Hallo, ich bin Hallo. Die Jenny. Hat. Hallo, Jenny. Moin. Hallo, Jenny.
Man hat schon ein bisschen so Gänsehaut gehabt und Respekt auch auf jeden Fall. Pass auf, was zu trinken? Raus, Mutter! Ja. Wo bist du? Hier. Wir brauchen was zu trinken. Die hast du aber echt schlecht erzogen. Aber jetzt hättest du wenigstens einkaufen schicken können, du hast so ein Fahrrad. Was zu platt gemacht gestern. Ist doch auch mal was. Kein Hunger gerade. Warum nicht? Ist auf Diät. Nein, ist das Wetter. Ich habe mich da halt nicht wohl gefühlt. Ich weiß nicht, ob sie mich vielleicht einfach nur testen wollten. Aber so dumme Sprüche zu sagen, das macht man einfach nicht. Jenny, setz dich doch zu uns. Seid noch ein bisschen aufgeregt, Mann. Lampenfieber. No. Mehr Lampe als Fieber. Weniger Lampe, mehr Fieber, Junge. Ich wollte einmal fragen, ob ihr alle satt seid und ich abräumen könnte und reingehen könnte und es okay ist. Ja, Jenny, bist du fertig unterwegs? Alles gut, hast gut gekocht. Willst du jetzt reingehen, kommst du nicht mehr raus? Dann gute Nacht. Ich bin gerade in mein Schlafzimmer. Mir geht's gar nicht so gut, muss ich sagen. Wie man so mit einer Frau redet, das ist total respektlos. So dumme Sprüche zu ziehen, boah, nee. Ich finde das echt traurig, dass manche Leute so mit Menschen umgehen. Es waren, glaube ich, die schlimmsten Momente meines ganzen Lebens. So, Sven, ich habe einmal eine Regeländerung. Ich habe mir darunter vorgestellt, dass wir einen kleinen Ausflug machen. Dann kannst du mir einfach zeigen, was ein besonderes Haus hier gibt oder einen schönen Garten, damit ich auch ein bisschen was hiervon sehe und dass wir einmal mit dem Auto fahren, wenn es okay ist für dich. Ja, klar. Super. Können wir machen. Dann ziehe ich mich jetzt um und dann können wir losfahren. Dann bis gleich. Ja, bis gleich. Geht doch einer an der Waffel. Das ist keine Änderung. Da ein Haus zeigen, Garten zeigen, was. Ne? Auf jeden Fall stimmt da irgendwas nicht so richtig. Bei der im Oberstübchen. Wir fahren in die Welt. Ali, hallo, wir fahren. Wir fahren. Hier, komm. Besonderes Haus, besonderer Garten, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Ich meinte nicht dein Haus, komm hierher. Nicht dein Garten. Da, guck. Das ist doch was ganz Besonderes. Das kenne ich doch schon. Ich wollte eigentlich was sehen, was ich noch gar nicht gesehen habe. Ach so. Hast du doch noch nicht von der Optik aus, von der Perspektive. Können wir nach Hause fahren, ne? Hat sich damit ja erledigt. Du hast sparsam geguckt, ne? Okay, im Nachhinein fand ich es auch ein bisschen gemein, aber was soll ich da machen? Der Tag der Rache ist gekommen. Sven! Was ist denn das? Du siehst ja, hier steht das Fahrrad und ich habe eine Regeländerung noch. Schon wieder noch eine? Mach mal, wie viel kommen noch? Du pumpst das jetzt auf, du fährst dann hier einmal so runter, machst die Luft raus, hier. Gehst jetzt den Berg hier hoch. Oh doch, wir machen dann so ein Rollenspiel, dass ich jetzt du bist und du bist ich. Dass ich jetzt du bist und du bist ich. Bei dir brennt kein Licht oben. Ich pumpe jetzt Luft auf, ja, dann kannst ja du da runterfahren. Nee, so? Das solltest du schon machen, ne? Ich habe mir deine dummen Sprüche reinziehen lassen. Ich welche, hab hier. Ey, das sind meine dummen Sprüche, sind nicht dumm, da ist immer was dran gewesen. Da geht gar keine Luft drauf. Guck mal, die ist schon wieder sofort wieder ab. Da. Was ja, hast du genau damit gemacht? Ja, stell dich nicht so blöd an, das kriegst du doch wohl hin jetzt. Was denn? Ja. Guck mal, die Luft geht doch sofort wieder runter. Siehst du das nicht? Da. Ich habe da auch nichts dran gemacht. Hier ist schon wieder platt. Und ich hätte das eh nicht gemacht. Ja, warum denn nicht? Weil ich mich nicht zum Vollhorst mache. Es geht darum, dass du meine Aufgaben auch einfach lösen musst. Und wenn das jetzt so nicht geht, dann musst du halt den Berg runter und musst halt nee, wieder hoch. Nee, ich muss gar nichts. Ich muss kacken und irgendwann mal sterben. Ich finde es ehrlich gesagt gerade ein bisschen gemein, aber. Ich finde es behindert. Ich find's gemein. Ich fahr doch nicht mit. Ich schieb doch hier nicht ein kaputtes Fahrrad durch die Gegend. Ja, brennt's bei dir oben im Kopf? Ich pack das wieder zusammen hier und dann war's das. Ich bin ja Gott sei Dank in der Lage, dass ich mich nicht so fühlen muss wie sie. So wie er reagiert hat, hat er die Regel, glaube ich, nicht verstanden. Er hat mich eher nur wieder runtergezogen. Und das Macho-Gehabe oder was auch immer das sein soll, da, was er da abzieht. Ich denke mal, er hat auch Spaß daran. Weiß ich nicht. Jetzt endet endlich für Hausfrau Jenny die Hölle von Hehl. Komm her, gib her den Koffer. Na, danke. Kein Bock mehr.
Also ich dachte, so eine Woche sitzt man auf einer Arschbacke ab, aber das ist schon nicht ohne, wenn man dann noch so ein Teil hier nach Hause kriegt.